Hallo! Okay, jetzt. Glücklich wieder vereint. Hoffentlich kommt er an. Also ich meine, bevor Tante Tinne ankommt. Okay. Tante Tinne stieg mit einem frisch gepackten Koffer aus dem Zug und ließ 5 leere Kartons im Zug zurück. Sie marschierte an dem Schaffner vorbei, ohne ihm einen Blick zu würdigen, und winkte dem Gepäckträger. Dabei hielt sie Annelie so fest an der Hand, als wollte sie sie nie mehr loslassen. So, jetzt sind wir da und der Zug kann verschnaufen. Aber wir können es nicht, sagte Tante Tinne. Wir müssen sofort den nächsten Zug zurücknehmen, um Niklas zu suchen. Armes Tantchen, du bist bestimmt müde. Ich könnte doch allein zurückfahren, um Niklas zu suchen, schlug Annelie vor. Das wäre ja noch schöner. Dann verschwindest du auch noch. Und ich komme mit 2 leeren Händen bei euren Eltern an, stöhnte Tante Tinne. Was mache ich bloß, wenn Niklas etwas zugestoßen ist? Dem geht bestimmt gut. Er sagt immer, ihm passiert nie etwas. Wahrscheinlich wäre er bloß froh, wenn ein Gorilla oder ein paar Menschenfresser hinter ihm her wären, tröstete sie Annelie. Tante Tinne ließ den Koffer in den Gepäckbewahrung abheben und suchte eine Telefonzelle auf und rief den Bahnhof an, wo Niklas ausgestiegen war. Offenbar meldete sich der Stationsvorsteher. Hallo, spricht dort der Herr Stationsvorsteher, sagte Tante Tinne. Mein Name ist Nilsons. Ich möchte mich nach unserem Niklas erkunden, der auf ihrem Bahnhof zurückgeblieben ist. Er hat den Zug unbemerkt verlassen. Irgendjemand muss jetzt nach ihm schauen. Wie bitte? Ihn beschreiben? Doch ja, er hat braune Augen, glaube ich. Ja, das stimmt. Blaue, sagte Annelie. Und ziemlich kleinwüchsig. Ja, genau. Ob er einen Fleck auf der Stirn hat? Nein, das glaube ich nicht. Hat Niklas ein Muttermal oder so etwas auf den Stirn, Annelie? Nein, aber auf dem Rücken. Er hat einen Fleck auf dem Rücken, teilte Tante Tinne mit. Doch, ganz sicher. Tante Tinne klang geradezu hoffnungsvoll. Und weiße Strümpfe? Ja. An allen 4 Füßen? Was soll das heißen? An allen 4? Sie meinen doch wohl an beiden, rief sie ungeduldig. Er hat 4 weiße Füße und einen langen Schwanz? Ja, das haben sie denn jetzt alle Menschen den Verstand verloren. Sie haben niemals einen kleinen Jungen mit 4. Ich habe niemals einen kleinen Jungen mit 4 Beinen gesehen. Ein Jungen, ja. Was glauben Sie wohl, worüber wir uns unterhalten? Darf ich mal was sagen? Schrie Annelie und riss den Hörer an sich. Doch da war es zu spät. Der Stationsvorsteher war wütend geworden und hatte den Hörer aufgelegt. Tante Tinne lehnte sich an das Telefon und brach in Tränen aus. Annelie umarmte sie, um sie zu trösten. Wiegte sie hin und her, aber Tante Tinne schluchzte weiter und holte umständlich ein Taschentuch aus ihrem blauen Taschen und wischte sich die Tränen ab. Vergoss aber sofort wieder neue. Meine liebe kleine Annelie, ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, wie ernst das alles eigentlich ist, schluchzte sie. Deine Eltern haben mir vertraut. Ich durfte euch nach Kopenhagen mitnehmen. Und sie haben sich darauf verlassen, dass alles gut geht. Und jetzt sehe ich mich gezwungen, sie anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass Niklas verloren gegangen ist. Ich bin außer mir vor Verzweiflung. Ich muss die Polizei verständigen und ihn als Vermissten melden. So wie in Kopenhagen, als du dich im Zoo verlaufen hast. Hat das geholfen? Fragte Annelie. Nein, aber es nicht, hat es nicht, weil du ja von allein
wieder aufgetaucht bist. Aber es hätte helfen sollen, sagte Tante Tinette. Nichts untersuchen lassen. Aber vor allem müssen wir alles deinen Eltern erzählen. Annelie regte sich fast so sehr auf wie Tante Tinne. Jetzt alles zu erzählen, wäre das Dümmste, was sie machen konnten. Papa und Mama würden sich Sorgen machen, weil Niklas verschwunden war und böse werden, wenn er gefunden wurde. Und wenn sie dann erst erfuhren, dass ein kleines Zwerg von Pony an allen schuld war. Oh nein, Tante Tinne, dann die werden nur stinksauer, rief sie. Tu das nicht. Ich weiß doch noch, wie es war, als ich mit meinen grünen Handschuhen verloren hatte. Mama hat tagelang mit mir geschimpft. Stell dir mal vor, was das für ein Ärger gibt, wenn wir den ganzen Niklas verloren haben. Könnten wir nicht noch ein bisschen auf diesem Bahnhof anrufen? Inzwischen haben sie Zeit gehabt, sich die Sache zu überlegen, um was es geht. Wir hätten ihnen auch gleich als erstes, dass es ein Junge ist, den wir suchen. Tante Tinne seufzte und schneuzte sich. Am besten, wir nehmen den ersten Zug zurück, wie ich schon gesagt habe. Sie ging mit Annelie zur Auskunftsschalter. Der nächste Zug würde in 1 Stunde und 55 Minuten abfahren. Tante Tinne rang vor Verzweiflung die Hände, aber Annelie tröstete sie wieder. Das sind nicht mal 2 Stunden, sagte sie. Papa ist bei der Arbeit und wir haben ja sowieso ausgemacht, dass niemand uns abholen soll. Also merkt auch niemand, dass wir zurückgefahren sind. Schlimmstenfalls können wir von dem anderen Bahnhof aus anrufen, nachdem wir Niklas gefunden haben. Wenn wir ihn erstmal haben, macht das nichts. Das wird uns ein bisschen verspäten. Tante Tinne schien Annelies Meinung zu teilen. Sie ging in ihr Bahnhofscafé und bestellten einen Tee in einem Kännchen, starker Kaffee und belegte Brötchen. Wenn ich nur eine ordentliche Beruhigungspille hätte, sagte Tante Tinne und seufzte. Annelie streichelte ihr die Hand und dann den Arm, legte ihr 2 Zuckerwürfel in die Tasse. Schenk dir nur ein bisschen Kaffee ein, Tantchen. Das macht munter, sagte sie. Und dann sah sie betrübt schweigend da. In der Bahnhofshalle saßen ein kleines Modelleisenbahn unter einer Glaskuppel. Annelie konnte sich von ihren Platz aus gut sehen, traute sich aber nicht, sie Tante Tinne zu zeigen. Die hatte bestimmt keine Lust mehr als unbedingt nötig an Zügen zu denken. Abgesehen davon gefiel ihr die kleine Eisenbahn aber richtig gut. Ein Vater und 3 kleine Mädchen standen davor und schauten sie an. Heb mich hoch, Papa, rief das eine Mädchen. Ich will auch was sehen, rief das andere. Ich auch, rief das dritte. Warum ist die Babylokomotive in einem Glaskasten wie ein Goldfisch? Ist das eine Unterwasserlok? Nein, das ist das Modell einer richtigen Lokomotive. Wenn man in den Schlitz eine Münze steckt, fährt sie, erklärte der Vater. Doch das hätte er lieber nicht sagen sollen. Bitte, Papa, steck doch eine Münze rein, bloß ein einziges Mal. Wir wollen sehen, wie sich die Räder dreht, riefen die kleinen Mädchen. Na gut, aber ein einziges Mal, sagte der Vater. Er durchwühlte sämtliche Taschen und fand schließlich in einer Ecke eine versteckte Münze. Das kleinste Mädchen durfte sie hereinstecken, worauf die Räder der Eisenbahn sich in Bewegung setzte. Die Kolbenstange arbeitete aus dem Glaskasten, drang ein surrender Ton. Ist es schon aus? Riefen die Mädchen, als die Räder anhielten.
Wir können doch den Glasdeckel abnehmen und die Eisenbahn auf dem Boden herumfahren lassen. Dann sieht man, wie schnell sie fährt, schlug das größte Mädchen vor. Nein, jetzt müssen wir nach Hause, sagte der Vater. Nur noch einmal, rief das Kleinste. Nur noch einmal, rief das Dritte. Der Vater seufzte gekünstelt. Hoffentlich hatte er auch keine Lust, das Ganze noch einmal wiederholen. Wieder durchwühlte er sämtliche Taschen, bis er noch eine versteckte Münze fand. Jetzt darf ich das Geld reinstecken, rief das mittlere Mädchen. Annelie seufzte. Ihr war schon klar, wie es weitergehen würde. Tante Tinne saß völlig zusammengesunken da und krämte sich. Die Ärmste konnte keinen Augenblick an etwas Erfreuliches denken. Die Mini-Lokomotive ratterte wieder und blieb dann stehen. Dieses Mal ist es viel schneller gegangen, sagte das mittlere Mädchen. Nur noch einmal, noch ein allerletztes Mal. Ja, bloß noch einmal, das allerletzte Mal, rief das größte Mädchen. Bloß noch einmal, das allerletzte Mal, rief auch das kleinste. Und da sagte das Vater, also gut, noch einmal, ein allerletztes Mal, aber dann müssen wir nach Hause. Genauso habe ich mir das vorgestellt, dachte Annelie. Jetzt darf ich das Geld reinstecken, rief das größte Mädchen. Der Vater durchwühlte noch einmal seine Taschen, aber diesmal schien es völlig aussichtslos, irgendeine Münze darin zu finden. Der sucht noch, bis wir zum Zug müssen, dachte Annelie gereizt. Hier, sie darf für mich Geld reinstecken. Ich wollte sowieso 25 Öre reintun, sagte plötzlich ein Junge, der neben dem Vater stand. Die Junge hatte wohl auch inzwischen die Geduld verloren. Annelie seufzte noch einmal. Da fuhr Tante Tilly mit einem halb erstickten Schrei hoch. Niklas! Schrie sie, worauf sich sowohl der Junge als auch der Vater und die drei Mädchen umdrehten. Da entdeckte Annelie, dass es ihr Bruder war, der die Lokomotive in Gang bringen wollte. Tante Tine und Annelie rannten um die Wette, die Treppe hinunter. Es war ein Wunder, dass Tante Tines Tasche mitkam. Wie bist du hier hingekommen? Schrie Tante Tine. Und dann nahmen sie ihn ganz fest in die Arme. Ich habe euch schon lange hier ge nach euch gesucht, erklärte er, aber ich habe euch nirgends gesehen. Und da habe ich geglaubt, ihr wäret nicht angekommen. Erzähl sofort, was passiert ist, befahl Tante Tine. Auch nichts Besonderes. Ein Lastwagen hat mich mitgenommen. Er hat mich bis nach Hause gebracht. Aber dann bin ich mit der U-Bahn gleich hierher gefahren, um euch zu suchen. War bloß nur kurz in der Garage, um etwas dort abzusehen. Deinen Rucksack? Sehr vernünftig. Bist du denn nicht ins Haus hineingegangen, um deine Mutter zu begrüßen? Nein, dafür hatte ich keine Zeit, sagte Niklas. Ich fand es besser, wenn wir alle drei gleichzeitig nach Hause kommen. Niklas umarmte ihn noch einmal. Oh, es ist einfach wunderbar, um wahr zu sein, sagte sie. Ich bin die glücklichste Tante auf der Welt. Wir haben schon geglaubt, wir würden dich nie mehr sehen. Wollt ihr euch auch umarmen? Och nö, sagte Niklas. Nein, sowas machen wir nie, erklärte Annelie. Aber jetzt fahren wir so schnell wie möglich nach Hause, oder? Ja, da hast du wirklich recht, sagte Tante Tinne. Und dann eilten sie zum Gepäckaufbewahrung, um Tante Tinnes und Annelies Koffer zu holen. Dann liefen sie zu der langen Reihe von den Taxis hinaus, die den Gehweg von dem Hauptbahnhof sollten. Tante Tinne war mittlerweile so eifrig, dass es schwer fiel, mit ihr Schritt zu halten. Im Nu saßen sie im Auto und schaukelten über die altvertrauten Pflastersteine und den riesigen Abspalt der Stadt Stockholm zum Fort Mälarhöjde hinaus. Mist, jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, die Schuhe auszuziehen, um festzustellen, wie es sich anfühlt, wieder auf schwedischen Boden unter den Füßen zu haben, sagte Niklas.
Tante Tinne war vor lauter Glück verstummt. Sie hatte die Arme um Niklas und Annelie gelegt, die zu beiden Seiten vor ihr saßen, und schaute mit einem Lächeln auf den Lippen vor sich hin. Ab und zu zoffte sie leicht aus. Als sie sich Mathieu näherten, sah Annelie Niklas und Tante Tinne an. »Hast du vor Papa und Mama die Sache mit Niklas zu erklären?«, fragte sie. Tante Tinne wachte auf und machte ein ertapptes Gesicht. »Weiß ich nicht, darüber habe ich mir gerade den Kopf zerbrochen«, sagte sie. »Es wäre vielleicht nicht gut, sie gleich am Anfang zu beunruhigen«, meinte Niklas. »Du meinst, wir sollen ihre Nerven lieber noch ein bisschen schonen?«, fragte Tante Tinne. »Ja, nachdem wir uns jetzt wiedergefunden haben, ist das doch eigentlich nicht die Rede wert.« »Stimmt, da hast du recht. Wir sagen erstmal nichts. Dann sehen wir weiter. Das zu entscheiden, überlässt ihr, das ist meine Sache.« »Oh ja, das ist deine Sache«, Tante Tinne, riefen Niklas und Annelie im Chor. Sie lächelten einander zu und umarmten dabei Tante Tinne ganz fest. Morgen lese ich euch, als in Butter fest ist, dieses letzte Kapitel. Dann tschüss, bis morgen.